Hallo Internet, herzlich willkommen zurück bei Autotest Service. Heute mit dem ersten Teil meines neuen Themas Assistenzsysteme. Ich habe mich da so ein bisschen inspirieren lassen aufgrund der aktuellen Vorfälle bei Tesla. Ihr habt es gehört, es gab einen schrecklichen, tödlichen Unfall. Und das Besondere ist, dass der wohl im sogenannten Autopilot-Modus passiert ist in den USA. Und deswegen möchte ich mir mal die Assistenzsysteme genauer angucken, die ich hier an Bord habe. Es ist nicht die letzte Generation. Dafür empfehle ich das Video von 5,6. Die haben ein wunderschönes Video zu den aktuellsten Assistenzsystemen bei Mercedes-Benz gemacht. Und ich möchte auch mal ein bisschen kritisch das hinterfragen. Wie ist eigentlich unsere Einstellung zu Assistenzsystemen? Was ist die Erwartung? Was gibt es für Kritiken? Und das möchte ich so ein bisschen ins Spannungsfeld führen und daneben natürlich auch erklären, wie es hier funktioniert. Und damit fangen wir jetzt auch an. Ich habe hier verbaut einen Destronic Plus. Das ist die zweite Generation des Abstandsregeltempomats bei Mercedes. Der arbeitet mit einem Fernbereichsradar 200 Meter und einem Nahbereichsradar für das Umfeld direkt vorm Auto. Und dieses Radar tastet nun den gesamten Bereich nach Objekten ab. Als Fahrer kann ich hier eine Geschwindigkeit zwischen 30 und 200 km/h einstellen. Und das System hält dann wie beim Tempomat ganz normal diese Geschwindigkeit. Aber es ist auch in der Lage, wenn ein Objekt sich vor dem Fahrzeug befindet, also ein anderes Fahrzeug, die Geschwindigkeit zu verringern auf die Geschwindigkeit des Objektes vor einem und dann den Abstand, den voreingestellten, zu diesem Objekt zu halten. Den Abstand kann ich einstellen zwischen 2 und 1 Sekunde. Das heißt, das Fahrzeug fährt so, dass das andere Auto eine Sekunde vor ihm ist zum Beispiel und variiert also den Abstand je nach Geschwindigkeit entsprechend. Das funktionierte sehr zuverlässig, sehr schön. Hat aber auch gewisse Grenzen. Beispiel, wenn ich auf einer vollen Autobahn und ich sehe LKW in der rechten Spur, ich fahre in der linken Spur und hinter dem LKW läuft ein PKW auf, dann sehe ich als Mensch schon, naja, gleich wird es ein bisschen enger, da sollte ich vielleicht mal vom Gas gehen, der zieht bestimmt gleich rüber. Oder es blinkt sogar schon jemanden vor einem, da gehe ich doch vom Gas. Die Distronic kann das nicht, die Distronic hat keine Kamera, hat keine Auswertung von Blinkbefehlen. Die zieht da gnadenlos durch. Und daher bin ich als Mensch gefordert einzugreifen und zu sagen, Moment, bis hier noch nicht weiter. Ich sehe jetzt, die Verkehrssituation wird komplexer. Das erfasst du nicht. Ich mache dich aus und nutze dich erst nach der Situation wieder. Für mich gar kein Problem, aber ist halt ein Limit und man muss halt das Assistenzsystem als Unterstützung sehen und nicht sein Leben komplett in die Hand des Systems geben, meiner Meinung nach. Weiteres Beispiel. Man fährt im Stau. Stop and go. Im städtischen oder Bereich oder Landstraße, wie auch immer. Und nun kommt eine Ampel. Die Ampel geht auf Rot. Der Vordermann schafft es noch. Da würde die Distronic knallhart hinterherziehen. Sie weiß halt nicht, dass da eine Ampel ist. Sie weiß nicht, dass die Rot zeigt. Also da wäre sie schon wieder so, dass ich sagen würde, ich breche jetzt die Verkehrsregel. Auch da muss ich als Mensch noch ganz klar manuell eingreifen und muss sagen, bis hier noch nicht weiter, ich mache dich kurz aus und nutze dich dann erst wieder, wenn es sich anbietet. Der Passivbetrieb der Distronic sieht nämlich wie folgt aus. Fahre ich komplett mit ausgeschaltetem Tempomat, so überwacht der Abstandsregeltempomat auch weiterhin den Bereich vor dem Fahrzeug. Er schaut also, befinden sich Objekte in meinem Fahrweg, denen ich mich schnell annähere. Also fahre ich mit konstant niedrigem Abstand hinter jemand näher, warnt mich hier so eine kleine rote LED und sagt, guck mal auf den Abstand, aber sonst passiert gar nichts. Nähere ich mich dem aber zügig an, zum Beispiel, weil ich vor dem Überholvorgang mit Vollgas beschleunige in meiner Spur noch, bevor ich rausziehe, dann piept sie. Sie warnt mich also akustisch, Mensch, da ist was, was nicht so ist, was gut ist. Und in der letzten Stufe bremst sie auch für einen. Hatte ich auch schon einmal. Ich fuhr gemütlich und vor mir fing derjenige an zu bremsen, ich fing auch an zu bremsen und auf einmal verstärkte der seinen Bremsdruck
weil er plötzlich zum Anhalten kommen musste. Und bis mein Gehirn das hier oben begriffen hatte, eine Sekunde Reaktionszeit, hatte das Auto schon längst begriffen und das Bremspedal fiel unter meinem Fuß weg. Das Auto verstärkte automatisch die Bremsung, leitete eine Gefahrenbremsung ein und rettete mir so den Hintern an dem Tag. Und ja, kam wunderbar zum Stehen. Also im Notfall bremst das Auto auch noch. Viele sagen, naja, brauche ich doch alles nicht. Ich bin aufmerksamer Fahrer. Gut, dann seid ihr besserer Fahrer als ich. Ist okay, kann sein. Das System lenkt mich nur ab. Das wiederum glaube ich nicht. Wenn ich so ein aufmerksamer Fahrer bin, dann weiß ich ja, warum das System jetzt gleich piept zum Beispiel. Wenn ich also überhole und beschleunige schon, dann weiß ich im Vorhinein, gleich piept er wieder, weil ihm das jetzt hier zu schnelle Annäherung wird. Dann überrascht mich das nicht, das lenkt mich nicht ab, das stört mich nicht. Überhaupt kein Problem. Also warum denn nicht? Und ich glaube auch den Leuten nicht, dass sie nie in Situationen kommen können, wo das was bringen kann. Ich war mal als Beifahrer mit einem Bekannten unterwegs und wir fuhren eine Landstraße lang und vor uns fuhr ein Motorrad. Und dann fuhren wir an einer Tankstelle vorbei und mein Bekannter machte nur ganz kurz den Blick von der Straße weg auf die Anzeigetafel des Spritpreises. Und es kam, wie es kommen musste, der Motorradfahrer fing an, da vor uns Schlangenlinien zu fahren und bremste stark ab, um in die Tankstelle noch abzubiegen. Und ich als Beifahrer sah das und habe meinen Bekannten angebrüllt. Und er hat sofort einen Bremsschlag ausgeführt, eine Gefahrenbremsung ausgelöst. Und es war reichlich knapp und mein Bekannter ist schon halb ins Gras gefahren. Und wenn der Motorradfahrer nicht noch abgebogen wäre, hätten wir die Wahl gehabt zwischen Unfall und Ausflug ins Grüne, in die Botanik. Hier hätte die Distronic im Passivbetrieb dem Motorradfahrer das Leben retten können. Und ich bin mir auch nicht sicher, wie die Nummer ausgegangen wäre, hätte mein Bekannter nicht einen Beifahrer gehabt. Und er ist sonst ein sehr versierter Autofahrer und kommt selten in Situationen. Also er ist jetzt nicht irgendjemand, der träumt, sondern es war ein Augenblicksversagen von ihm. Es war ein Augenblicksversagen von dem Motorradfahrer, der da sich das ganz wirklich sehr plötzlich überlegt hat. Ach, ich bremse jetzt voll, der Spritpreis ist günstig, ich biege ab. Also das war wieder eine Verkettung unglücklicher Umstände, die aber zu einem ganz schlimmen Crash hätte führen können. Und auch bei mir. Ich fahre eine Hauptstraße lang, eine abbiegende. Und vor mir, mein Vordermann will rechts abbiegen. Und ich sehe, der Blinker geht an, er biegt in die Nebenstraße ein. Mein Gehirn sagt, okay, Fahrbahn frei, Kopf geht nach links in den Hauptstraßenverlauf rein. Und ich gucke, ob mein Abbiegevorgang gut gelingen kann. Und was passiert? Der vor mir muss plötzlich halten, weil irgendwas in der Nebenstraße los ist. Und sein Hintern steht noch auf meiner Fahrspur. Ich sehe das aber nicht mehr, weil mein Blick schon links in der Hauptstraße ist. Ja, hätte da meine Distronic nicht gepiept, hätte es geknallt. Durch das Piepen habe ich meinen Kopf wieder nach vorne bewegt, in meinen Fahrtweg, sah, dass da das Heck noch steht, konnte bremsen, ist nichts passiert. Aber ich glaube, ohne die Distronic hätte ich das, wenn überhaupt, zu spät gesehen. Also für mich ganz, ganz klar, die Distronic muss A, im Aktivbetrieb mit Kopf eingesetzt werden und muss überwacht werden. Im Passivbetrieb ist sie eine Unterstützung des Fahrers, das die Unfälle verhindern kann. Sie kann aber nicht den Menschen hier oben ersetzen und träge machen. Sie kann ihn nur ergänzen. Und ich finde, jede Werbung der Hersteller, die andersweitig lautet, für irreführend und falsch, ich glaube, man muss einen Mentalitätswechsel bei den Menschen hervorrufen. Man muss sagen, genießt die Assistenzsysteme, ja, nehmt sie als Entlastung, aber bitte, bitte, bitte seht sie nicht als Entmündigung an. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass die aktuelle Politik auch von Mercedes-Benz ist, den Leuten zu verkaufen, autonomes Fahren, ihr könnt Kaffee kochen gehen. Und nur der Gesetzgeber, der so blöde ist und erlaubt uns das nicht, der bremst uns jetzt hier ein. Ich halte es da lieber mit dem alten Begriff aus der Fliegerei, nämlich es gibt immer Situationen, an die noch kein Programmierer gedacht hat. Und da muss ich doch als Pilot eingreifen, muss sagen, nee, so geht's nicht, das mache ich jetzt lieber mal selbst.
Und dann ist gut. Die Systeme sollen entlasten. Und das heißt auch nicht, dass ich mich zurücklehnen kann und mach mal. Das heißt, ich kann mich ein bisschen entspannen, ja. Aber ich muss weiterhin das System jetzt überwachen. Ich muss vielleicht den Straßenverkehr nicht mehr in seiner gesamten Güte überwachen, aber ich muss gucken, kommt das System an Grenzen, macht das System Mist. Also da habe ich ein komplett anderes Verständnis als das, was von den Herstellern transportiert wird und auch als das, was viele Menschen als Erwartungshaltung an die Systeme haben. Es gibt wieder andere, die kritisieren das und sagen, ich brauche das nicht. Das ist ja so ruckelig. Ein Bekannter. Der fährt auf die Autobahn mit seinem 7er BMW, stellt die Distronic oder wie es da heißt, ACC auf 180 km/h. Die Autobahn ist voll. 180 sind allenfalls mal kurzzeitig in der Spitze möglich. Und er wundert sich dann, dass das total ruckelig wird. Also das Auto Vollgas, Vollbremsung fährt, Vollgas, Vollbremsung, Vollgas, Vollbremsung. Naja, wenn ich die Differenzgeschwindigkeit zu hoch einstelle, was soll denn das System machen? Es kann ja gar nicht so vorausschauend fahren. Es beobachtet ja nur die eigene Fahrspur. Es kann also gar nicht sehen, Mensch, da kommt ja gleich der Nächste. Also, wenn man die falsche Vorstellung hat, die Systemgrenzen nicht kennt und da für mich eine Fehlbedienung macht, oder im Innenstadtbereich, wenn ich im Innenstadtbereich mit dem Tempomat auf 50 fahre und überall sind Querstraßen, sind Radfahrer, sind Menschen, sind für mich krasse Fehlbedienungen. Und da ist natürlich so, dass das System dann nicht sehr harmonisch wirkt. Und natürlich ist es auch so, dass wenn ich mit der Einstellung reingehe, das System übernimmt alles für mich, dass das dann gefährlich werden kann. Und dass die Kernkritik dann das von vielen, die sagen, die Distronic, die verführt mich dazu, dass ich nicht mehr aufmerksam fahre. Da muss ich sagen, ja, wenn ihr die falsche Einstellung habt, ist das so. Mit der richtigen Einstellung, nein, ist das gar nicht so. Also ihr seht schon, bin da sehr, sehr ambivalent. Ich kenne die ganzen, oder ich kenne einige Argumente für und wider, habe für mich da einen Weg gefunden, mit dem Thema umzugehen und ich liebe sie. Ich liebe den Aktivbetrieb und ich liebe erst recht den Passivbetrieb. Ich weiß, ihr werdet sehr kontrovers dieses Thema sehen und werdet wahrscheinlich das auch zum Teil deutlich anders sehen als ich. Bitte schreibt mir das. Schreibt mir auch eure Argumente gerne auf. Ich liebe es, Argumente von euch zu bekommen, weil ich werde ja auch nicht dümmer. Meine Meinung kann sich ja auch durchaus mal ändern. Und im einen oder anderen Punkt hat es das vielleicht auch schon. Ansonsten, wenn ihr zum ersten Mal vorbeikommt, abonniert's und bis zum nächsten Mal. Tschüss.